Hepatitis B ist eine der häufigsten Infektionskrankheiten weltweit. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass in Deutschland pro Jahr etwa 2.000 bis 4.000 Hepatitis B-Fälle auftreten. Aber was ist überhaupt eine Hepatitis B? Das Wort Hepa leitet sich aus dem Griechischen ab und bedeutet Leber. Die Endung Itis steht für Entzündung. Der Buchstabe B für das Virus B. Denn es gibt verschiedene Hepatiten, die Buchstaben A bis D haben. Herzlich willkommen bei Hygiene Campus. Wie werden nun die Hepatitis B-Viren übertragen? Hepatitis B-Viren kommen vor allem im Blut bei infizierten Menschen vor, aber auch in anderen Körperflüssigkeiten wie Speichel, Drähnen, Sperma oder Scheidensekret. Daher kann so ein Erreger auf unterschiedlichen Wegen übertragen werden. Wie sieht denn so eine Übertragung nun in der Praxis auf? Spritzentausch bei Drogenkonsum ist so ein Klassiker, wenn eben die Erreger durch infiziertes Blut übertragen werden. Beim unhygienischen Tätowieren oder Piercen, nämlich wenn dann die Haut und Schleimhaut verletzt wird. Aber es ist auch möglich, bei häufig wechselnden Sexualpartnern das Risiko, eine Hepatitis B zu erlangen. Eine schwangere Frau, die mit Hepatitis B infiziert ist, kann auch bei der Geburt ihr Baby anstecken. Wer ist nun besonders gefährdet, eine Hepatitis B zu bekommen? Also wer stellt eine sogenannte Risikogruppe dar? Dazu gehört auf jeden Fall das medizinische Personal, weil das Personal natürlich viel mit Blut, Sekreten und Exkreten zu tun hat. Aber auch Patienten mit geschwächten Immunsystemen, HIV-Positive, Dialysepatienten, Patienten mit bereits bestehenden Leberschäden, Drogenabhängige oder Menschen, die sehr engen Kontakt zu chronisch infizierten Hepatitis B-Menschen haben, etwa in Familien oder Sammelunterkünften. Und für diese Risikogruppen gibt es tatsächlich einen wirksamen Schutz, nämlich in Form einer Impfung. Also man kann sich gegen Hepatitis B eben impfen lassen. Und es wird bereits für Säuglinge und Kleinkinder empfohlen. Der Zeitraum, in dem ich mich mit Hepatitis B infiziere, bis zum Auftreten der ersten Symptome, nennt man Inkubationszeit. Und diese Inkubationszeit beträgt bei der Hepatitis B 45 bis 180 Tage. Eine Hepatitis B-Infektion kann milde, manchmal sogar unbemerkt verlaufen und prallt bei Erwachsenen in mehr als 90% der Fälle über Wochen ohne Folgen aus. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass die Infektion chronisch wird und da kann sich eine Leberzirrhose oder sogar Leberkrebs daraus entwickeln. Wie kann ich nun erkennen, ob ich an einer Hepatitis B-Infektion erkrankt bin? Welche Symptome treten da auf? Es gibt sehr unspezifische Symptome bei einer Hepatitis B. Dazu zählen leichtes Fieber. Ich kann Gelenkschmerzen haben, mir kann übel sein, ich kann erschöpft sein, mir ist unwohl und ich habe keinen Appetit. Aber es kann auch tatsächlich zu einer Gelbsucht kommen. Ein sogenannter Ikterus kann sich ausbilden. Und das erkennst du daran, dass der weiße Teil der Augen und der Haut leicht gelb ist. Die Diagnose Hepatitis B wird über eine Blutuntersuchung festgestellt. Dabei werden verschiedene Virusbestandteile und bestimmte Antikörper nachgewiesen. Dabei kann auch festgestellt werden, ob man akut an einer Infektion erkrankt ist oder ob man bereits früher eine Hepatitis B durchgemacht hat. Hat dir das Video gefallen, freue ich mich über ein Abo oder ein Like.